Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Und in der vorigen Lektion haben wir schon so das Typische der menschlichen Kommunikation angesprochen und auch schon Hinweise auf die Kommunikation mit dem Computer gegeben. Hier möchte ich nochmal genau darauf hinweisen, dass es natürlich besonders anspruchsvoll ist, mit dem Computer sich auszutauschen. Wir benötigen hier sogenannte normierte Sprachen. Das heißt, es ist genau festgelegt, welche Wörter was bewirken. Wenn wir hier ein Beispiel nehmen aus der menschlichen Sprache, so kann man sagen, say hello, sage hallo, und wir wissen in der Regel, wenn wir Deutsch und Englisch können, was damit gemeint ist. Wenn wir in einer Programmiersprache etwas ausgeben wollen, hier zum Beispiel in Small Basic, muss ich hinschreiben oder eintippen in einen Editor, print hello, und dann muss ich dann auch hier nicht, darf ich auch hier nicht vergessen, die beiden Anführungszeichen zu setzen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage hallo schreiben würde, wie ich es hier zum Beispiel gemacht habe, bekomme ich eine Fehlermeldung angezeigt, weil der Computer, in dem Fall das Computerprogramm Small Basic, mit dem ich dem Computer etwas mitteilen möchte, also meinen Algorithmus mitteilen möchte, die Art und Weise, wie ich mit dem Computer sprechen wollte, nicht verstanden hat. Das heißt, wir müssen uns an ganz bestimmte Regeln halten, müssen eine Sprache verwenden, die der Computer versteht. Und diese Sprache ist normiert. Normiert heißt, dass es eben bestimmte Regeln gibt, dass es bestimmte Normen gibt, die uns genau vorgeben, wie wir uns mit dem Computer unterhalten müssen. Und diese normierten Sprachen müssen wir lernen, um den Computer einen Algorithmus mitteilen zu können.